In der Serie zur Erstellung der Projektarbeit beim staatlich geprüften Betriebsrat geht es heute um die Themen der Projektarbeit. Welche Themen sind erlaubt? Welche werden wahrscheinlich von der Schule abgelehnt? Und dafür jetzt viel Spaß in diesem Video. Die Themen der Projektarbeit sind nicht direkt vorgegeben. Allerdings ist es so, dass gewisse Rahmenbedingungen gegeben werden. Also Ziel ist es, dass ein praktisches betriebswirtschaftliches Problem eines Unternehmens gelöst wird und im Einzelfall entscheidet dann die Schule, ist das Thema geeignet oder ist es weniger geeignet, um dafür eine Projektarbeit zu schreiben. Du siehst, die Rahmenbedingungen sind also nur grob vorgegeben. Was ich dir empfehlen würde, wenn du ein Unternehmen gefunden hast, was dir eine Projektarbeit anbietet, dass du schnellstmöglich mit deinem Lehrer Kontakt aufnimmst, mit dem projektbetreuenden Lehrer oder der projektbetreuenden Lehrerin und dass du dieses Problem schilderst. Wir hatten bei uns in einer Gruppe den Fall, die hatten zwar eine Projektarbeit angeboten bekommen, aber das wurde von Seiten der Schule abgelehnt, weil die einfach der Meinung waren, das ist nicht so das Problem, das eignet sich einfach nicht, um die Kenntnisse im betriebswirtschaftlichen Bereich nachzuweisen. Und dann wurde natürlich auch damit argumentiert, dass man mit dem staatlich geprüften Betriebswirt eine Position im mittleren Management antreten kann. Und da ist die Projektarbeit natürlich der Nachweis und das sollte auch einem gewissen Anspruch genügen.